Insel der Abenteuer, Münzrad, Weltreise. Alles wie Party-Modi, die die meisten von uns wahrscheinlich kennen. Aber es gibt genau zwei, die super selten gespielt wurden. Match-Up! In diesem Modus muss man praktisch gesehen irgendwie Memory spielen oder so, mit Minispielen verbunden. Bro, ich hab keine Ahnung. Und das zweite ist Bingo. Ja, Bingo. Was zum Fick? Wirklich, diese zwei Modi habe ich gefühlt noch nie in meinem ganzen Leben gespielt. Und wir werden heute zusammen herausfinden, was diese zwei vergessenen Modis so drauf haben. Also genug geschnackt, wir fangen an mit Farbkuppler. Auch Matchup genannt. Spiele Memory mit Mii-Charakteren. Alle drei Runden erwartet sich ein Minispiel. Aber mit wem sollen wir da spielen? Ich habe keine Freunde. Mir wurde gesagt, dass dieser Modus übertrieben schwer ist. Deswegen fangen wir bei schwach an. Oh mein Gott, die militante Veganerin. Nein, Bruder. Oh, fuck. Doch, wir machen das mit der militanten Veganerin. Willkommen bei Farbkuppler. Lebe. Mit einem L heute. Ich möchte die Regeln hören. Zum ersten Mal in unserem Leben. Ja, weil was zum Fick machen wir hier? In diesem Spiel müssen die Spieler versuchen, zwei gleichfarbige Mii-Charaktere zusammenzubringen. Im Sinne von Hautfarbe. Die Farbe der Mii-Charaktere im Park ist zunächst nicht zu sehen. Versucht gleichfarbige Mii's zu finden. Hä? Wählt ihr zwei verschiedenfarbige, verliert ihr ein Herz. Sind alle Herzen weg, ist der Mitspieler an der Reihe. Alle drei Runden treten ihr in einem 1 gegen 1 Minispiel an. Der Gewinner erhält ein Herz. Ah, okay. Ich verstehe es nicht. Okay, wir dürfen nicht gegen die militante Veganerin verlieren. Das wäre die größte Peinlichkeit. Auch wenn wir gerade eine relativ ähnliche Frisur haben. Oh Gott. Bringt die Paare zusammen. Viel Spaß. Danke. Sein Name wird immer schlimmer. Oh mein Gott. Okay, wir hassen uns. Also die hier, Jada, das ist die kleine Schwester von Alessia. Die kleine Schwester von Alessia. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, oder? Pedro Bear und Jada? Oder vielleicht doch? Fuck, das ist auch ein bisschen Lack. Das wird gar nicht gut für uns laufen, glaube ich. Okay, die militante Veganerin ist aber kacke. Chimtex? Warum? Rot, okay. Miu? Oha, er hat sich ja voll das heiße Girl gegönnt. Oder auch nicht. Wir sind das Ganze gerade eben falsch angegangen. Pedro Bear? Komplize ist den wir suchen müssen. Ich denke... Fake Diddy. Fake Diddy tut immer irgendwas Böses ausschlüpfen wollen. Der ist safe Platin, oder? Fuck! Hä? Das ist voll schwer. Oh mein Gott. Sind Fake Diddy und mein Dad vielleicht ein Paar? Dad, bitte nicht. Nein, warte. Irgendwann war doch gerade eben rot, oder? Wer war nochmal rot gerade eben? Ich bin so kacke in Memory. Sie weiß, glaube ich, wer rot ist, oder? Wer war's? Imagine, sie macht's nochmal. Das war blau. Wer als nächstes? Eduardo? Eduardo, Mamma Mia. Ha! Ich hab wie mein Dad und Shimray da hinten einfach tanzen. Süß. Okay, kommt jetzt nicht ein Minispiel? Ja, ich spiele jetzt ein Minispiel um ein zusätzliches Herz. Sprintet los und greift euch die Flagge. Achtet aber auf euer Timing. Zwei Fehlschatz reicht für eine Disqualifikation. Oh Gott. Easy peasy. Ein Hart plus. Also... Fake Diddy war blau und Haru ist süß. Wenn Fake Diddy und ich denselben Geschmack haben, würde er sich Haru gönnen wollen. Komm, sei blau! Dammit! Warum hab ich so einen... Ist auch noch niemand gelb, oder? War Jada nicht gelb? Ich glaube, es war Miu. Vielleicht haben wir so ein bisschen Lesbian-Action auch am Start. Vielleicht werden die beiden jetzt verkuppelt. Yes! Okay, nice! We Party ist so inclusive. Nicht wie Tomodachi Life. Findest du zwei Paare hintereinander, erhältst du einen Bonuspunkt. Wir gucken mal, was Vic. Wir gucken mal, was Vic für eine Farbe ist. Vielleicht ist er ja grün. Victor? Oh, er ist Platin! Dein Ernst, Bro? Dein Ernst, Victor? Bruder, ich dachte, wir wären Freunde! Er ist einfach Platin-Paar mit Pedro und Shake sein Ass! Guck mal, wie er da mit Pedro denn. Was mit ihm? Jada ist grün. Vielleicht möchte Zero so Jada ja auch beschützen, weil sie so jung ist. Vielleicht ist sie ja auch grün. Blau, hold up! Hold up! Warte mal, hat sich Fake die Damen wirklich Zero Suit geklärt? Der Ficker! Understandable. Zero Suit. Das ist die heißeste Nintendo Girl. Junge, wir haben das ja gleich zu 100% abgeschlossen. Was wir die militante Veganerin noch machen? Vielleicht Pedo Bear, dass der so ein bisschen auf die kleine Jada steht, was echt eklig ist? Okay, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Gesundheit, Alessia. Alessia hat gerade auffällig genossen. Heißt das etwa, dass... Alessia vielleicht? Oh mein Gott! Hä? Was ist hier los? Wir rasieren komplett! Digga, wir holen das zu 100%. Wir haben gleich alles geschafft. Und wir haben immer noch keinen Grünen gefunden. Aber jetzt Pfeifett. Das hier ist meine Mom. Mama Didi. Die wir noch nie gefühlt in einem Video gesehen haben. Aber ihre Lieblingsfarbe ist grün. Enttäuscht mich nicht, Mom. Was? 100% Run? Hä? Warum sind wir so übertrieben gut da drin? Wir haben 16 Punkte und sie 2. Digga, es sind ja nur noch... Oh, da sind noch einige. Ups. Wir alle wissen, ApoRed war schon mal ein richtiger Dog. Er hat sich mal mit Pedro Bear zusammengeschlossen. Es würde mich nicht wundern, wenn er sich wieder mit einem von Pedro Bears Cousins zusammengeschlossen hat. Pedro Bear, enttäuscht mich nicht. Ach, schade, okay. Das wäre jetzt auch zu krank gewesen. Digga, die militante Veganerin sitzt da so und denkt sich... Digga, lass mich bitte auch mal spielen. Probieren wir doch mal Con. Conan war immer korrekt. Okay, er ist gar nichts von beiden. Schade, okay, alles klar. Ja, wir müssen random picken. Vielleicht mit Matt? Waren Conan und Matt nicht mal irgendwie befreundet oder so? Ich ziehe mir das gerade so aus dem Arsch. Vielleicht?
Hä, wir rasieren das so krass, what the fuck? Okay, wir brauchen einen roten oder einen grünen. Eduardo! Ne, den hatten wir schon! Den hatten wir schon! Ach, der war rot. Das ist gut. Apo war grün. Edubert war rot. Glaube ich, oder? Ich hab schon wieder fast vergessen. Leute, ich glaube, wir haben noch nie so sehr rasiert. Hä? Da ist ja Robby, mein Cutter, ein Hurensohn. Ja, das war keine Frage. Okay, gelb. Boah, Robby ist ja auch noch was jünger, ne? Deswegen würde er sich bestimmt gut mit Classic-Dillen verstehen, als ich auch noch jünger war. Logisch. Ah, schade, Platin, okay. Militante Veganerin, wenn du willst, kannst du auch mal machen. Ist sie dumm? Jetzt sind wir wieder. Was ist mit Toygun? Mein bester Buddy. Platin! Oh mein Gott, warte, warte. Wer war noch Platin? Es war Classic Dylan. Das macht übel Sinn. Weil Toygun ist ja seit Ewigkeiten befreundet. Dieses ganze Spiel macht eigentlich voll Sinn. Man muss eigentlich nur nachdenken. Das ist gar kein Memory, hä? Ich will nicht pushen oder so, aber ich glaube, die militante Veganerin kann das nicht mehr holen. Komm, Elisa, sei mal grün. Auf Ehre. Die Frau von Matt. Okay, sie geht nicht fremd. Sie geht nicht fremd. Fuck, wer war Violett? Ey, warte mal. Wenn James Violett ist, dann heißt das, dass die mit fucking James fremd geht. Der arme Matt, das würde nicht... Okay, okay. 12 Sekunden später. Okay, was war James nochmal für eine Farbe? Ich vergesse einfach immer in der Instanz, wo ich draufklicke. Okay, grün. Warte, ApoRed war grün. ApoRed und James. Digga, ApoRed ist gay? Red, das hätte ich niemals von dir gewartet. Ich dachte, du wärst immer so ein bisschen auch auf diesem homophoben Grind unterwegs, aber... Kleiner, abgefuckter Go, Digga. Ja, die immer am homophobsten sind, sind meistens selber gay. Ich freue mich für ihn. Kleiner, abgefuckter Go heißt... Ich hoffe, Robby war orange. Yes, okay. Warte mal, das heißt, Robby hat... Rob, du Bastard! Mein Cutter... Ich bin dumm. Warum dachte ich, dass Elisa orange war? Wie dumm kann man sein? Warte mal, heißt das Game ist jetzt vorbei? Alle wurden gefunden? Und Elisa geht tatsächlich mit fremd. Hier ist das Ergebnis. Leute, was glaubt ihr, wer gewonnen hat? Ich kann mich kaum vor Spannung noch halten. Kann es sein, dass die militante Veganerin gewonnen hat? Die gewinnt mit 27 Punkten. Ein leichter Vorsprung. Ein leichter Vorsprung. Ich sag mal so, das Spiel ist gar nicht so kacke. Das ist eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ich glaube, im Zweispieler-Modus macht das echt Spaß, wenn man das gegen einen Kumpel spielt, der halt auch klug ist. Und wenn man nicht so extrem durchpusht wie wir gerade. Darauf habt ihr alle gewartet. Bingo! Aktiviert mit Hilfe der Kugel 4 Mii-Charaktere deiner Reihe auf eurer Karte, um zu gewinnen. Ich würde sagen, Bingo, Luck. Also in Luck bin ich wirklich nicht gut. Wir sollten dementsprechend das CPU-Niveau wirklich sinnvoll anpassen. Matt! Oh shit, okay. Natürlich Matt. Und Eddie Hall, der stärkste Mann der Welt. Und Yoko. Das ist einfach nur Yoko. Hallo, alle zusammen. Alle machen Wiki Wiki. Willkommen bei Bingo. Was geht ab? Ey, möchte regeln? Ja. In diesem Spiel erhält jeder Spieler eine Karte, auf der 16 Gesichter von Mii-Charakteren abgebildet sind. Ziel des Spiels ist es, 4 Mii-Charaktere in einer horizontalen, diagonalen oder vertikalen Reihe zu aktivieren. In der großen Trommel finden sich zwei Sorten von Kugeln, Gesichtskugeln und Minispielkugeln. Fällt eine Gesichtskugel aus der Trommel, könnt ihr das entsprechende Mii auf eurer Karte aktivieren. Rollt eine Minispielkugel hervor, wird ein Minispiel ausgetragen. Der Gewinner darf ein beliebiges Mii aktivieren. Wer als erster 4 Mii-Charaktere in einer Reihe aktiviert, hat ein Bingo geschafft und gewinnt das Spiel. Wählt jetzt eure Bingo-Karte. Wir müssen smart nachdenken. Ich glaube, ich würde die rechts unten nehmen. Fuck! Das wurde geklaut. Nein! Wir nehmen die goldene Mitte. Die goldene Mitte hat uns noch nie enttäuscht. So, was passiert jetzt? Wie funktioniert dieses Spiel? Einfach Kentaro Oe aus Golden Boy. Voll der Süße, Alter. Und geht das jetzt immer so weiter oder was jetzt der Sinn der Sache? Minispiel direkt? Dann rasieren wir mal besser, liebe Freunde. Erreicht das Ziel in der Mitte des Labyrinths. Vorsicht, die Drehscheiben bringen die Steuerung durcheinander. Eigentlich können wir das. Vor allen Dingen mit dem Trick, die Wii-Fernbedienung einfach in die Richtung zu drehen, in die es funktioniert. Genau, guck. Jetzt habe ich in die Richtung gedreht und jetzt ist alles wieder richtig rum. Versteht ihr? Guck, das ist jetzt zum Beispiel nach unten. Also dreh sie einfach in die Richtung, wie es richtig ist. Jetzt kann ich sie nicht mehr falsch machen. Ich glaube, es ist klug, Victor zu aktivieren. Shohei! Alter, geiler Basker. Fast so geil wie meiner damals. Okay, soweit so gut. Guck mal, wenn wir noch Alessia und Pedobär bekommen, oder den Bruder und Alex, dann haben wir das Bingo, Leute. Wow, und Zero haben wir auch. Hä, es läuft, bis jetzt jeder Treffer ein Treffer. Und direkt wieder ein Minispiel. God damn! Springt, soweit ihr könnt, je später ihr abspringt, desto weiter werdet ihr fliegen. Ah! Oh mein Gott, ja, absolut easy. Zwar kein Rekord gebrochen, aber wir ficken sogar Meister. So, wen aktivieren wir? Was ist sinnvoller? Gehen wir die obere Reihe und aktivieren Nick? Oder gehen wir die untere Reihe und aktivieren Marco? Wir entscheiden es auf die altertümliche Art und Weise. So haben schon Ritter es entschieden. So haben schon Götter es entschieden. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, Mac und du bist weg. Oh, ist Marco geworden. Alles klar, wir brauchen nur noch Midori. Das ist deine Chance, Diddy, ich weiß. Aber nicht zu früh urteilen. Ihr wisst, wie es ist. Hops genommen werden ist meine Spezialität. Oh mein Gott, scheiße, Mann. Hätten wir Alex genommen, hätten wir jetzt schon gewonnen. Och, Manu. Jetzt gesagt, hast du nur zwei rein, die Chance bei Mingo. Ich weiß. Nein, Joch hat auch eine Chance. Wenn jetzt Andy gepult wird, sind wir am Arsch. Bitte nicht, Bruder. First try. Bitte nicht, Andy. Nein, ist der stärkste Mann der Welt, oder? Oh, Yasha! Oh mein Gott! Wir haben beide vergessenen Modi. Komplett rasiert.
Oh yeah, Motherfucker. Vor allen Dingen, wir haben First Try Meister geholt. What the fuck, man? Abschließend muss ich zu diesen Modi sagen, ich check schon, warum sie vergessen sind. Sie sind nicht unbedingt die spannendsten, aber ich glaube, sie sind schon mit Freunden ganz lustig. Aus Bingo kannst du ein geiles Trinkspiel machen. Aus Farbkuppler kannst du ein geiles IQ-Spiel mit deinen Freunden machen. Insgesamt, very cool.